So, weiter geht's. Nachdem wir uns mal meinen Test insgesamt angeschaut haben, wie es installiert wird, wie es bedient wird und wie ich mein Minigame installiere und dann lernen kann, wie ich es bediene, gehen wir mal weiter. Man will ja ein bisschen was vielleicht ändern. Das heißt, wir gucken uns mal gerade an, wie hole ich mir eine Textur und wie installiere ich die und gucken uns mal das erste Mod an. Also, ich bin wieder auf der Mindtest-Seite und da finde ich unter Customize ja verschiedene Sachen, um eben das Spiel für mich anzupassen. Wir haben unter Subgames uns ja schon was geholt. Jetzt gucken wir gerade hier mal auf Texturenpack. Und da gibt es drei popular, also sehr beliebte Texturenpacks. Wenn man die sich öffnet, ich öffne die jeweils in einem extra Fenster. Dann lande ich hier jeweils im Mindtest-Forum. Komischerweise ist hier ein Link, dieses Pure BD-Test ist nicht zum Herunterladen, das kann man also gleich vergessen. Hier gibt es ein Texturenpack, fotorealistisch gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr, ich zeige es gleich warum, in verschiedenen Auflösungen und älteren Varianten. Ich habe die 64er Pixel-Variante mir mal runtergeladen schon. Braucht man nicht lange warten. Hier von dieser Pixelbox, das fand ich auch ganz nett. Ich zeige euch gleich, dass man, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen umständlich zum Runterladen. Und zwar geht man da in die Dropbox. Wenn man auf Herunterladen geht, wird man aufgefordert, sich anzumelden. Das muss man aber nicht machen, sondern kann einfach weitergehen und lädt das dann runter. Okay, also da haben wir jetzt zwei Texturen zum Ausprobieren mal. Das gucken wir uns gleich an. Und dann hätte ich gerne noch was installiert. Und zwar ist ja das Inventar so ein bisschen einfach. Und da habe ich entdeckt, dass es da ganz schöne Mods gibt, wo man das auch ein bisschen erweitert. Und da gucken wir gerade mal hier unter Customize Mods. Und finden hier also einige Mods, die man sich angucken könnte. Home Decor, Farming Plus und so weiter und so weiter. Und unter anderem auch hier Inventory. Und da habe ich mir dieses Unified Inventory angeschaut. Das finde ich eigentlich soweit ganz nett. Herunterladen. Wo haben wir es hier? Download Link. Na, dann speichern wir das mal ab. So, und wenn ich die heruntergeladen habe, dann habe ich also hier drei ZIP-Dokumente. Und jetzt gucken wir gerade mal, wie wir damit umgehen. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass ich für diese verschiedenen Sachen hier Unterverzeichnisse habe. Und fürs Texturenpaket und fürs Mod gibt es hier noch kein Verzeichnis. Wenn ich jetzt also eine Textur anlegen will, erstelle ich einfach einen neuen Ordner und nenne es Englisch Textures. Man muss natürlich gucken, dass man richtig geschrieben hat. Und da ich ja auch einen Mod runtergeladen habe, einen Ordner Mods. Ups. Ah, die Schreibweise ist schon wichtig. So, das Mod-Paket verschiebe ich mal hierüber und die beiden Texturpaketen in das Texturenverzeichnis. Das ist allerdings jetzt noch gepackt und das entpacke ich mir hierher. So, wenn das geschehen ist, kann ich den ZIP wieder löschen. Wahrscheinlich hebe ich es mir für später auf. Allerdings muss ich das nicht irgendwie ja, speziell installieren, ja, sondern es ist einfach dieses Verzeichnis. Und von daher kann ich also auch das entpackte Verzeichnis hier verwenden. So, eine Sache, die öfters zu Fehler geführt hat, ist die Tatsache, dass diese Namen hier von den Verzeichnissen automatisch erzeugt werden. Also das wird ja alles gehostet auf auf dieser Online-Code-Verwaltung GitHub, wie man das ausgesprochen wird. Und das erzeugt dann automatisch einen Namen. Und da habe ich festgestellt, dass beim Installieren, also beziehungsweise beim Starten
von Mindtest das gar nicht mag, wenn so ein Minus drin ist. So ein Unterstrich ist okay, aber ein Minus nicht. Von daher sollte man die Dinger umbenennen, sodass man also etwas ohne Minus hat und vielleicht einfach einmal nur den Namen. Ich glaube, auf den Namen selber des Verzeichnisses kommt es nicht an. Das wird dann im Programm aus den Informationen dann hier rausgelesen. So, wir wollten ja noch uns um Texturen kümmern. Auch hier einfach entpacken. Und auch das entpacken. So, die löschen weg. So, und das war's schon. Ja, das heißt, sowohl die Texturen habe ich jetzt installiert, als auch das Mod. Und mehr muss ich tatsächlich nicht machen. Jetzt kann ich einfach meinen Mindtest neu starten und habe dann alles, was ich gerade installiert habe, drin. Zum Beispiel Texturenpaket. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei installiert, Pixelbox und das HDX. Und wenn ich jetzt mal hier die Welt verwende. Das haben wir gerade ausgewählt. Moment, Texturenpaket, das HDX. Ne? Und jetzt starte ich das und spiele mal kurz an. Und dann habe ich dann eben ein anderes Aussehen. Ob mir das gefällt, ist eine andere Frage. Aber die Installation ist ganz einfach, ne? Ist ganz schnell erledigt, fotorealistisch. Oh, mir gefällt es nicht so sehr. Was ich vor allem ganz fürchterlich finde, ist dies da. Wenn ich eine leere Hand habe, das sieht echt ein bisschen schräg aus. Naja, also ich weiß nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Aber das Ausprobieren geht ja ganz schnell. Einfach zurück ins Menü. Ah, hier hat sich auch was verändert, ne? Beim Texturenpaket. Also ich finde das Pixelbox ein bisschen besser, muss ich sagen. Wenn wir das gerade mal spielen. Sieht, glaube ich, zu diesem Standardpaket recht ähnlich aus. Aber wahrscheinlich gibt es schon irgendwie kleine Unterschiede. Ja. Naja, also Texturenpaket ganz schnell erledigt, ne? Kein großes Problem. So, jetzt gehen wir gerade mal wieder raus. Zum Thema Mod. Jetzt habe ich ja tatsächlich hier was installiert. Da steht installierte Mods. Ich könnte auch das Mod ganz schnell löschen. Bei vielen Mods ist es so, dass man bestimmte Abhängigkeiten hat. Das heißt, da steht dann abhängig von. Wobei, jetzt steht hier Fragezeichen. Keine Ahnung, warum das da steht. Jetzt möchte ich dieses Mod mit diesem Unified, wie hieß das? Unified Inventory eben hier nutzen. Und dann muss ich hier mal auf Einstellungen gehen. Und da sieht man jetzt, dass nicht nur blaue Sachen da sind, sondern eben auch ein weißer Text. Unified Inventory. Und ich kann entweder doppelt draufklicken. Dann wird es grün oder hier über aktiviert draufklicken und das Ganze speichern. Und dann habe ich das Mod hier eingeschaltet für dieses Spiel hier. Wenn ich ein anderes Spiel mir anlege, muss ich das für das auch einschalten. Ups, ich wollte ja eigentlich spielen. Und wenn ich das jetzt zunächst mal angeschaltet habe, sieht man jetzt eigentlich gar keinen so großen Unterschied, aber so, das Inventar sieht ganz anders aus. Das Ganze ist enger zusammengerückt. Ich kann hier suchen, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich will irgendwas mit Stein, muss ich halt auf Englisch machen, so, ich muss die Lupe drücken, Return geht nicht. Und dann sehe ich hier zum Beispiel alles, was irgendwie im Namen Stein enthält. Hier habe ich ja, den Crafting Table, also den Werkbereich, was hergestellt für Trash, Mülleimer. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht mehr haben will, wegwerfen damit. Ich habe aber eben hier noch ein paar mehr Sachen. Crafting Kit.
oder ein Crafting Guide. Das geht so, dass ich dann das anklicke und dann sehe ich, wie ich zum Beispiel diesen Stein hier bekomme oder wie kriege ich diese Steinhacke oder das Schwert. Das wird hier alles angezeigt. Kann ich hier umschalten zwischen Crafting Guide und Crafting Crit. So, Clear Inventory will ich jetzt an der Stelle nicht machen. Setup Time Tonight. Haben wir schon? Ah, tagsüber. Das heißt, ich kann hier ganz schnell umschalten von Tag zu Nacht. Und was ganz interessant ist, hier kommen später dann auch noch andere Sachen dazu. Das heißt, es gibt hier eventuell weitere Knöpfe, wenn ich weitere Mods installiert habe. Das kommt aber dann noch. Was ich auch machen kann, ist Set Home Position. Da hat sich jemand das kleine Späßchen mit der Türklingel erlaubt. Und wenn ich zurück will an meinem Heimatort, aufpassen, dass ich nicht das Falsche klicke. Ja, mit viel Tara bin ich dann also wieder zurück. So, das war, wie ich finde, eine wirklich ganz einfache Installation von einem Mod. Das ist eine Sekundensache. Für alle, die Minecraft nutzen, die werden sagen, ey, Wahnsinn, oder? Diese Sache mit dem Mineforge, bis man das installiert hat, das ist so aufwendig. Das geht hier einfach wirklich sowas von einfach. Ich finde es echt wahnsinnig. Also, ich werde sicherlich noch mal ein bisschen genauer eingehen auf Mods und noch ein paar mehr betrachten. Aber ich finde diese Installation reinkopieren, zack, fertig, einfach genial. Das ist wirklich so einfach. Da braucht man nicht irgendwie groß nachschlagen, wenn man das Prinzip verstanden hat. Das muss man halt wissen. Aber naja, gut, das habe ich ja jetzt für euch gemacht. Ja, ich denke, damit geht das Spielen weiter und die Freude, denn man hat noch ein bisschen was auszuprobieren. Wenn wir vielleicht gerade noch mal hier hingehen, hier hat man natürlich noch mehr Sachen zum Ausprobieren. Auch da könnt ihr ja mal gucken. More Blocks, also die Blockanzahl ist ein bisschen beschränkt. Hier habe ich Straßenblöcke, die ich bauen kann. Also das Ganze führt eben eigentlich immer hier in das Forum, wo die Sachen vorgestellt werden. Und hier kann man ein Street Mod sich zum Beispiel installieren mit Ampeln, mit speziellen Asphaltblöcken. Also ich finde es wirklich super. Und die Installation, sowas von einfach, das finde ich perfekt. So, also das reicht. Probiert's aus. Viel Spaß noch.